mehrere Dörfer, so fünf glaube ich, aber trotzdem, wenn man alle Dörfer in eins zusammensitzen würde, wäre trotzdem nicht so groß die Last. Ja, ja. Und ja, trotzdem sind die zwei Ligen höher. Ja, das ist bei euch, da wird einfach besser Fußball. Last mit Fußball, das ist. Ballau geht's mal richtig ab. Das, ja, da sind immer so 50 Zuschauer. 50? Ja, ich war da mal. Da sind immer so 50 Zuschauer, die beleidigen sich richtig, die Zuschauer. Hey, du kleiner Hurensohn, sagen sie da, die älteren Herren. Wo kommt man denn da hin? Keine Ahnung, das wollen wir heute auch noch herausfinden. Aber jetzt gucken wir erstmal bei Nummer 5. Ich hab da immer Angst vor. Ich hab immer Angst, ich piss mir auf die Hose. Nur ein Tropfen Pisse. Ja. Ja, wirklich scheißegal. Hauptsache, wenn es von einem selber ist, ist es nicht so schlimm. Jo, jo. So wie ich deinen Vater kenne, musste der in jungen Jahren öfters deine Pisse wegräumen. Ja. Und wenn sich das alles so weiterentwickelt, wie das im Moment im Trend ist, dann wird die Alte wahrscheinlich abkindern und sagen, Gabri, zieh den kurzen groß, ich habe keine Zeit, ich muss weiter. Und dann stehst du da mit der Einwegwindel der Zukunft. Keiner weiß heute, wie sie heißen wird. Und dann wirst du das vollautomatisch machen. Das ist schon gut mit den Pampers. Ich bei der, das Mädchen habe ich ja ein Jahr Erziehungsurlaub gemacht. Ja. Da war die 9 Monate, ey, da ging es los. Beim Huhn ist es das erste Mal gelaufen. Hast du erzählt? Beim Huhn in Breitenstein. Ja. Wollte ich noch was zu. Einmal. Hat sie gesagt. Ich habe beim Wickeln immer gesagt, so. Habe ich immer gewickelt, so, weißt du? Habe ich immer gemacht mit den Verschlüssen. Einmal, zweimal. Und dann sagte die irgendwann auf dem Wickeltisch einmal. Und jetzt ist sie 17 und hat einen Freund, der Fußballspieler ist. Das lässt ja auch weit blicken. Ja, nur kein Stress, es ist früh am Tag. Guck mal, hier haben wir die Jungs drauf.
Ja, sicherlich. Da liegt der Zollstoff, weißt du, Zollstoff. Mal nach euch gucken können, ihr wart allein zu Hause. Ja, war das so schlecht. Bei dem ist das ja so mein Fall. Oben ist der Bonzer Sportplatz, siehst du? Ja, Bonzer ist genau das, ja. Ja. Da haben wir 11-1 gewonnen mit der D-Jugend gegen Oberspannen. Oder Moritz Klein hat da noch 7 Tore geschossen. 7 Tore? Das war ja auch schau. Ich war auch dritt, dass du tot bist. Ja? Zwei haben wir gewonnen, zwei. Ja. Die, wie heißen die? Die Gesangsmeister?